Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder und unser SK Sturm hat mal wieder gewonnen, mal wieder war es ein bisschen eine dreckige Partie, muss man ehrlich sagen. Aber ja, wieder hat die eine Aktion gebracht, den Dreier in diesem Fall. Und ja, die Blackies sind punktemäßig auf jeden Fall weiter, würde ich schon sagen, über den Erwartungen in der Liga dabei und ja, veredeln damit die perfekte Woche, der dritte Sieg im dritten Spiel. In ja, den letzten 7 Tagen. Also, die Partie selber eigentlich ganz munter begonnen, wie ich finde. Der erste Abschluss kam, glaube ich, sogar noch von Tirol. Danach aber schon die Blackies in der Offensive ein bisschen präsenter, wenn man so will. Die erste gute Möglichkeit nach einer Ingolitsch-Flanke von Friesenbichler per Kopfball. Der scheitert da an Oswald. Danach weitere Abschlüsse, die jetzt noch nicht so ganz gefährlich waren bei den Blackies. Über halbrechts ein Abschluss und dann noch ein Freistoß von Kuhn, also Sturm, kam eigentlich jetzt nicht so schlecht rein in die Partie, wie ich finde. Nach 20 Minuten hätte uns auch fast unser Ex-Blackie Fabian Koch ein wirklich schönes Geschenk gemacht. Ein hoher Ball landet in der Tiroler Hälfte, Fabian Koch verspringt dieser komplett und dann zieht Kevin Friesenbichler allein, bedrängt natürlich aber dann doch auf das Tor der Tiroler, legt dann nochmal ab auf Ivan Lubitsch und sein Schuss ganz knapp am langen Eck vorbei. Also da roch es doch schon nach dem Führungstreffer für die Blackies. Danach das Spiel aber nicht besser geworden, im Gegenteil eher ein bisschen mehr verflacht. Die Tiroler sind dann immer besser reingekommen und kamen auch so gegen Ende speziell der ersten Halbzeit doch auch zu ihren Möglichkeiten, wo auch Siebenhandel der ein oder anderen Aktion ja sich ein bisschen schwer getan hat beim Kopfball gegen Guganik etc. Also da muss man schon sagen, sind dann die Tiroler auch nicht ganz ungefährlich gewesen. Mit dem 0-0 ging es auf jeden Fall in die Kabine. Und ja, in der zweiten Halbzeit wurde es leider auch nicht wirklich besser zu Beginn. Also eigentlich eher wieder mehr die Tiroler gefährlich. Auch was die Offensivaktion anging, da gab es mehr von den Gästen. Ich glaube, Dedic hatte, der wurde eingewechselt auch. Slatko Dedic hatte eine gute Möglichkeit, wo er vor Siebenhandel schon relativ alleine war, der dann nochmal abwehren kann und ja auch den Nachschuss bringen die Tiroler dann glücklicherweise nicht im Grazer Kasten unter. Und ja, da war es schon ein bisschen kritisch, wenn man so will, in der Phase. Und man hatte ja so leicht das Gefühl, also ich für meine Verhältnisse, okay, das Spiel droht so ein bisschen zu kippen. Dann allerdings ein Wechsel, der wirklich Gold wert war. Otaki Taischwili nach Verletzungspause kam in die Partie. Genauso übrigens auch wie Bekim Balay. Und ja, wenn man schon so anfängt, klar, dann war es auch noch entscheidend. Also da gab es dann doch, Gott sei Dank muss man sagen, diese eine Aktion, wo es dann doch mal schnell ging. Kitaishvili, ich glaube, es war ein versuchter Pass, wenn ich mich nicht vertue. Sein Zuspiel wird von einem Tiroler abgefälscht und ja, der Abpraller, wenn man so will, der landet ganz genau vor den Füßen von Jakob Janscher im 16er. Da waren die Tiroler ein bisschen langsam in der Reaktion. Janscher legt geistesgegenwärtig nochmal ab auf Bekim Balay und der macht dann das 1-0 für den SK Sturm in einer Phase, als man sich schon eher wieder in das Spiel reingearbeitet hat. Also die Schlussphase war dann wieder besser, da war Sturm dann wieder auf dem Dampfer, wenn man so will. Und eben Bekim Balay mit seinem ersten Saisontor, mit dem erlösenden Führungstreffer für die Blackies, eben bereits in der Schlussphase. Und man muss sagen, Sturm danach wieder wach gewesen, hätte auch nachlegen können. Also da gab es dann auch durch Balay erneut einen Abschluss aus der Distanz dieses Mal, wo Oswald ja, da gerade noch mit den Fingerspitzen erklären kann. Also da muss man auch ehrlich sagen, der hätte gepasst. Und ja, wie gesagt, Sturm hatte dann schon in der Phase wieder das Heft in der Hand quasi übernommen, also das Heft des Handelns wieder übernommen. Hat sich dann im Nachhinein die Führung, würde ich schon sagen, auch verdient gehabt. Die letzte dicke Möglichkeit, also von Tiroler Seite, die gab es dann auch nochmal durch Dedic. Und das war wirklich ein ganz gefährlicher ja, eine ganz gefährliche Aktion. Der bekommt da den Pass, ist auf einmal allein eben vor Siebenhandel und Siebenhandel springt dann einfach auf, über den Ball, ja, begräbt diesen unter sich und das war es im Endeffekt dann auch. Ja, von der Gefährlichkeit her dann bei den Tirolern. Also Sturm schafft es dann doch, den relativ dreckigen Sieg, wenn man so möchte, ja, unter Dach und Fach zu bringen, holt sich wieder den Dreier und veredelt eben, wie gesagt, punktemäßig die perfekte Woche nach dem Cupsieg und dem Sieg in Salzburg eben am letzten Wochenende. Jetzt auch ein Sieg gegen Wattens, dass es ja eine schwierige Partie werden würde, hat man sich, glaube ich, auch so erwarten können. Tirol hat sich auch nicht schlecht verkauft, muss man auch ehrlich sagen.
sagen, aber am Ende war es ihm dann doch diese individuelle Klasse in dieser einen Aktion, die den Unterschied ausgemacht hat. Also, von dem her, bevor ich mich verabschiede, schreibt ihr mir natürlich gerne wieder wie immer in die Kommentare, was sagt ihr zur gestrigen Partie? Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich. Und bis dann. Ciao, ciao.